Der Schauspieler Wolfgang Völz ist tot. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Völz gehörte zu den bekanntesten deutschen Fernsehschauspielern. Neben seiner Film- und Serienrollen war er vor allem wegen seiner markanten Stimme bekannt. Als Synchronsprecher verlieh er beispielsweise der Zeichentrickfigur Captain Blaubär seine Stimme. Bereits 2016 erlitt Völz einen Schlaganfall. Am 2. Mai ist er nun im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben.